Hallo Kreuzfahrtfreunde, hier ist Christian von der MSC Seaview. Heute in einer Balkonkabine der Fantastica-Klasse. Möchte euch kurz die Kabine zeigen. Recht schöne, geräumige Kabine. Mit einem recht großen Sofa, wie ich finde. Die Anrechte hier rechts. Hier von Marseille der Blick nach draußen. Schauen wir uns das gerade an. Minibar ist nicht im Preis inklusive. Dann eine recht große Schublade mit dem Föhn. Unter dem Fernseher dann nochmal Ablagefläche. Recht viele verschiedene Ladebuchsen, ja, wobei doch zwei normale USB und dann die amerikanischen, aber auch noch zwei weitere Steckdosen. Neben dem Bett dann ein USB-Port zum Laden. Mit so einer recht stylischen Lampe hier. Nur in zwei Stufen. Verschiedene Kissenauswahl. Und ja, auf der Seite hier dann keine Steckdose. Schrank mit drei Schubladen, dann nochmal so drei Einlegeböden. Oben der Safe. Gucken wir noch gerade auf die andere Seite. Ja, für eine Person bzw. auch für zwei Personen vom Stauraum optimal. Unterm Bett kann man dann wie immer den Koffer verstauen. Couch ist dann wahrscheinlich auch ausziehbar, ja, dass dann auch mehrere Personen in der Kabine schlafen können. Balkon dann mit den typischen MSC-Stühlen und dem Hocker bzw. dem Tischschiff. Wir sind auf dem Schiff, aber mit dem Tisch. Genau. So, dann gehen wir noch ganz kurz ins Badezimmer. Ah, vorher hier noch kurz die regulierbare Klimaanlage. Genau, und hier neben dem Bett nochmal, neben dem Eingang, nochmal drei Haken für weitere Kleidung. So, dann noch ganz kurz das Badezimmer. Finde ich jetzt im Vergleich zur Fantasia, wo ich letzte Woche war, recht klein. Allerdings dann mit einer Glastür ohne Duschvorhang, was ich wiederum besser finde. Für zwei Personen, ja gut, man kann nicht wie im Yachtclub dann nebeneinander sich die Zähne putzen mit zwei Waschbecken, aber das kann man auch an der Stelle nicht verlangen. Es ist absolut okay, es ist sauber, es ist ordentlich, die Aufteilung ist tipptopp, also ja, gefällt mir. Sehr, sehr schön hier unten noch, mal gucken wir mal gerade hier unten rein, was da ist. Ja, Kosmetikeimer. Ja, Ablagefläche sind ein bisschen wenig, aber in Ordnung. So, das war sie, die Kabine der MSC Seaview. Hoffe, der kurze Kabinencheck hier hat euch gefallen. Und ja, in den nächsten Tagen wird dann der Schiffsrundgang folgen. Genau. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und Ahoi, euer Christian.